Vielleicht können wir dort was fotografieren. Okay, wer ist da drin? Lass mal hier fotografieren. Bei Säule. Was ist das da oben? Okay. Funktioniert nicht. Our counterattack on Griffin should be starting soon. Are you prepared? Oh, ja, ich bin bereit. Auf in den Kampf. Right. All hands on deck, preparing Paznos launch. Those are the golems in Griffin's control. They're huge. Yes, Griffin destroyed a mountain and created a whole army of golems. They're a magical force to be reckoned with. What should we do? Don't worry. We'll make them taste the power of Paznos. Ready the weapons! Yes, sir. Here they come! Lord Agaris? Not yet. We have to lure them closer. Now! Lord Agaris, Elena has arrived. I hope you weren't hurt. No, it was tough going, but the bombardment from Paznos saved us. Max. Mother. Oh, you've gotten so big. I'm so happy to see you again. Me too. How's your father? Oh, he's fine. I'm sure that he wants to see you, too. Yes. Mother? What? Can't you come back? Back to our time? Max, please understand. This is the place where I have to be. I'm from this time, not yours. But even so, That's just selfish! That's just so... Max... If that's the case...
I mean, if that's how things are, then you shouldn't have come to my time in the first place. Max, I'm sorry. No one can exist in two separate times. So, your birth going? Yes, we got the word from Luna Lab that Ixion was finished. We're going to ride it into the distant past. And then we're gonna find Griffin and do what needs to be done. I hope you will, Max. Monica. You don't want to talk with Elena? No. It's fine. I understand. Be careful out there. You're our only hope. Bring the light back to our world. We're counting on you. All right. Ja, ich kann's verstehen, Max. Du bist ziemlich sauer, weil deine Mutter in der Zeit bleiben muss. Aber die hat recht, sie kann nicht in beide Zeiten leben. Okay. Es wird Zeit, dass wir weiterreisen. Achso, ich muss, glaube ich, jetzt zum Mondlabor. Weil der Ixion fertig ist. Okay, auf geht's nach Venezio. Aber Hammer, dieser Pasnos. Voll übertrieben mit den Waffen. Krank. Aber wenn ich schon mal hier bin, werde ich meinem kurzen Donny einen Besuch abstatten. Erstmal muss ich hier runter. Dann gucken wir mal, was wir kriegen als Knöllebelohnung. Wir haben hier einige wieder bekommen. So, Donny, mein Freund. Lange nicht gesehen. So, Knölle aufsuchen. Ich habe noch 3 Knölle herausgefunden. Juhu, du hast 4 neue Knölle. Ich wusste, dass du das schaffst. Wir kriegen Entdeckerschuhe. Und wir haben 3 neue Knölle. Mal schauen. Welche haben wir noch nicht? So, okay. Hundestatue, Wandel, Bewusstlosigkeit, gefährlicher Kürbis. Das haben wir alles schon. Bomberknopfknall, finde das goldene Ei, Zeichen. Ah, das kann ich gleich mal machen. Ixion kriegen wir gleich. Koloss Pansnos. Nimm den mobilen Rebellenstützpunkt Pansnos von Kasanov Stonehenge auf. Okay. Lavastraße. Lavastraße kann ich jetzt sofort machen. Da reise ich eben kurz mal zum Gundoberg. Einmal hier. Und dann müssten wir das noch hinkriegen, oder? Ja. So, Lavastraße. Bewegen. Heimradar. Und was ist denn jetzt mit diesem Pass? Das verstehe ich jetzt nicht. Stonehenge. Wie genau stellt er sich das vor? Den können wir, den raff ich jetzt noch nicht. Ich reiß mal eben kurz dorthin. Das hier. Was er jetzt meint, muss ich irgendwie was Bestimmtes aufnehmen. Wo ist denn jetzt? Da. Wo ist denn jetzt der Zukunftsding von uns? Nochmal. So, die Lavastraße haben wir. Ja, den Rest ist einfach, kann ich jederzeit noch machen. Zeichen des Mondlabors sollte ich gleich auch mal machen. X-Men kriegen wir gleich. Koloss Pansnos.
Nimm den mobilen Rebellenstützpunkt Pasnos von Kazaroth Stonehenge auf. Hab ich doch. Ich hab doch Pasnos als Knüller da schon fotografiert. Aber wahrscheinlich nicht Koloss Pasnos. Aber keine Ahnung, wie ich den kriege. Das werde ich jetzt gleich mal herausfinden. Muss ich irgendwas hier... Da, Pasnos. Pasnos ist Pasnos. Was hat das hier? So, eine Idee. Irgendwie hier die Steine. Ich verstehe das nicht. Den Koloss? Ich raff diesen Knüller nicht. Ich habe einen Knüller namens Pasnos. Aber der wird mir nicht alles. Ja, der wird mir hier angezeigt. Habe ich ja schon. Aber hier unten, Koloss Pasnos. Muss ich da irgendwie was Bestimmtes aufnehmen? Hier eine Brücke. Kann ich hier irgendwie durch? Hier runter. Wisst ihr was? Ich guck jetzt einfach mal. Ich werde das hier. Warte mal, wo ist denn das hier? Habe ich das irgendwo hier? Gummischrei, so. Ich bin ja Kapitel 5. So, abgeschnitten, Bomberknopfkeil. Ach so, der Koloss Pasnos, der ist in Kapitel 6 erst. Ach so, alles klar. Den können wir nicht machen. Oh gut, weiß ich Bescheid. Nachgeguckt. Das kann ich ja später machen. Wenn wir in Kapitel 6 sind, also heißt, wenn wir gleich ins Kapitel 6 kommen. Echt komisch, ey. Ich dachte schon, hey, was ist denn jetzt los? Gut, dass man so eine Komplettlösung hat, ey. Da kann man auch schon mal reingucken, wenn man nicht weiter weiß und wenn man nicht weiß, was damit gemeint ist. Aber ich guck nicht so viel nach, dass ich das ganze Spiel schon weiß. Ganz und gar nicht. Ich guck nur das, was ich gerne haben möchte, wie das genau funktioniert. Mehr nicht. So, auf geht's nach Venezio und dann jetzt mal ins Mondlabor. Den Rest kommt alles aus meinem Verstand. Weißt du? Kommt alles aus meinem Verstand. Oder der Text, der da steht. So, Mondlabor. Sagte ja Monika. Der Exion ist fertig. Der Zug, der uns 10.000 Jahre in die Vergangenheit uns schleudern wird. So, irgendwo, warte mal, irgendwo ist das Mondlabor. Dieses Zeichen, ist es das da? Irgendwas ist es. Da ist es. Das runde etwas oben. Ich glaube, ich muss jetzt nur in das große Gebäude rein. Ich hoffe mal. Und dann bin ich mir gespannt. Und rein mit uns. So it's finished. Are we
We did have a little bit of trouble with her, though. But we're rather proud of the end results. It is so cool. Isn't it a little, gaudy? Well, now that you mention it, I guess you could say that. Hey, are you picking holes in my design? You just don't get it, do you? He was in charge of the design. Listen, this train can travel through space and time. I just figured it should have a look that sets it apart and matches its abilities, you know? I think it looks cool. Exactly. At least you understand. Well, whatever. If it gets us 10,000 years in the past, that's all that matters. That won't be a problem. Well, then let's go. Be careful out there. He's a formidable enemy, that Griffin. Could be tough operating this thing. Not to worry. Osmond will handle the Ixion's controls. Leave it to me. Max and Monica, good luck to you both. Thanks for all you've done. We'll do our best, Dr. Knob. Wow! Yuck, the inside's just as bad. All systems go. Well, I know there isn't a whole lot you can do about it now, but I really don't think much of the design. Just kidding! How about we get going? Right! Let's go! Get ready to 10,000 years in the past!